Bevor wir mit ihr reden, wollen wir sie doch mal angucken. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Ob Lilly weiß, dass Edna eigentlich eine Verrückte ist, die einen Stoffhasen bei sich hat normalerweise und ihren Freund Siegfried Stuhlbein, hieß der glaube ich, getötet hat und sich dafür wahrscheinlich immer noch schämt. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Ja, Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Und wenn ich das nicht will... Na okay, ich mach's trotzdem. Mach ich's nicht. Nein, ich mach's nicht. Ich hab meinen eigenen Kopf. So sieht das nämlich aus, Herr Tutorial mit dem Tutorial-Kreis. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nein. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Ist ja eklig. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Na lecker. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Na, dann Dankeschön, Herr Tutorial mit dem Tutorial-Kreis. Ich würde sagen, eigentlich ein X markiert doch eigentlich die Stelle des Schatzes, aber... Wir unterhalten uns erstmal weiter mit Edna. Wir sollen den Baum von Termiten befreien. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Na sowas. Ja, Edna kann auf jeden Fall Gedanken lesen. Das hat bestimmt mit dem Alumann zu tun, aber der Alumann ist ja jetzt eigentlich ein spirituelles Wesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte mir mal das Edna-Let's Play nochmal angucken sollen. Okay, ich soll noch Beete umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Ja, Marmeladenersatz, wenn du schon keine dabei hast. Aber ich finde das klasse, dass sie Gedanken lesen kann. Also nicht schlecht. Ich wette, das kommt vom Alumann. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Dann wo bekommen wir eine Schaufel her? Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Jawohl, oberste Priorität. Jawohl, verstanden. Was haben wir hier noch? Die Oberin. Was gibt's denn über die Oberin zu erzählen? Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Okay. So, was haben wir hier noch? Aufgaben der Oberin haben wir besprochen. Dann mit X-Bänden. So, Herr Tutorial sagt nichts weiter. Dann würde ich sagen, Leertaste. Okay, wir hätten das Loch, wir haben das Beet. Okay, dann gucken wir mal hier. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Tja, Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte. Das hatten wir schon. Bla bla bla. Reifenschaukel. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ja. So, was haben wir hier noch? Das Beet. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Richtig. Gut, haben wir hier sonst noch was? Leertaste. Ich glaube aber, die Leertaste werde ich nicht so viel drücken. Weil irgendwie nimmt das doch den Spielspaß, habe ich das Gefühl. Wir gehen erstmal zum Schulteich. Also wenn wir nicht weiterkommen, dann drücken wir die Leertaste. Ansonsten lassen wir mal die Finger von der Leertaste. So, was haben wir hier? Wasserhahn, Gartenschlauch, Busch. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Okay. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Pumpe. Pumpe. Kann man die benutzen? Lilly, schalte das sofort ab! Dass die Alte auch immer gleich ankommen muss. So, was haben wir hier noch? Den Wasserhahn, den können wir benutzen, aber nicht jetzt. Dann gucken wir doch mal durch das Kellerfenster. Oder kann sie gleich da durchmarschieren? Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir hier? Ein Presslufthammer. Die Schaufel. Ein Pinsel. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Nur die Hand ausstrecken. Dann nehme ich ihn doch mal. Zack, und meins. So, Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ja. Das ist der Presslufthammer Bernhard. Können wir den nehmen? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, keine Arme, keine Kekse. Die Schaufel! Eine Schaufel? Genau. Nein! So eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Ja, das habe ich mir gedacht. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, wie gesagt, keine Arme, keine Kekse. Haben wir hier sonst noch etwas? Oh, was haben wir hier noch? Hier habe ich noch was übersehen. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Ah ja, das erinnert mich an meine Soldatenzeit. Ne? Kartoffeln für Schweine und Soldaten, sage ich nur. So, Kellertür. Kriegen wir die auf? Bei dem Vorhängeschloss eher nicht. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Und jede Wette, den hat die Oberin. So, auf jeden Fall, wenn man hier mal so hinguckt, ist ja ein lauschiger Tag. Dafür, dass sie so kurz angezogen ist, sehe ich hier 0 Grad. Ja, sogar ein bisschen unter 0. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ich will den Wasserhahn doch mal benutzen. Mal gucken, was passiert. Schade. Der Wasserhahn war leer. Okay, der Wasserhahn ist also leer, ja. Oh. Können wir den nehmen? Jetzt haben wir einen. Können wir den mit der Pumpe verbinden? Okay. Was passiert jetzt, wenn ich die Pumpe anstelle? Lilly, schalte das sofort ab! Na gut.
Ja, würde ich sagen, zum Brunnen. Gehen wir doch mal zum Brunnen vor dem Tore. Ne, ein Ros ist entsprungen und so weiter. So, was erwartet uns jetzt hier wieder? Spannendes. Ja, erstmal gucken wir. Hier haben wir schon mal einen Gartenschlauch. Ein Bienennest. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Na sowas. Können wir das nehmen? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Schon wieder. Was haben wir hier noch? Ja, Freeman. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Ja, Lillys Lieblingsbuch, was könnte das sein? Froschprinz oder sowas? Naja, wer weiß schon. Okay, dann können wir ja mal mit dem alten Freeman hier reden. Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Du bist ganz schön arrogant, mein Freund, ne? Ja, was ist denn in dem Brunnen? Erzähl uns das doch mal. Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Nö. Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Auf was? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Glitzer, Mann, Glitzer. Ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? WTF ist Gumbo? Ah, wir können nach Gumbo fragen. Was ist Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. So, so. Ungumbo. Alles klar. So, Aufgaben der Oberen, die interessieren ihn wahrscheinlich. Wozu ist der Kellerschlüssel? Wahrscheinlich, um den Keller aufzuschließen. Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Du altes Plappermaul. Sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Echte Schätze? Oh, zum Beispiel? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, das hatten wir schon. Die Aufgaben der Oberen. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst Doch. Du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Termiten verscheuchen. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig? Richtig. Na, viel Glück. Danke. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Ich dachte immer, Termiten sind auf Holz spezialisiert. Jetzt auf einmal auf Süßigkeiten. Was ist da denn nicht in Ordnung? Okay, wir sollen auch die Beete umgraben. Die Beete umgraben. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Danke, du könntest uns helfen. In deinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Na sowas. So, wozu der Kellerschlüssel hatten wir? Klosterregeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, ja, vielleicht. Da bin ich aber mal gespannt. Brunnenverbot, Kellerverbot. Kellerverbot! Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Bei der tollen Elvis-Locke, würde ich sagen, hat er schon öfter mit einer Steckdose gespielt. Morgens da zwei Nägel rein, einmal an die Kontakte angepackt und los geht's, ne? Das ist hier wie Polen am Bau. Was jetzt noch?
Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ja. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. So. Der Brunnen ist tief. Sicher? Sag mal, bist du immer noch da? Nein. Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge. Ja, vielleicht. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Na, sowas. Wobei was? Der Brunnen ist zu gefährlich. Hatten wir das schon? Nee, der Brunnen ist tief. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Konformistenroboter. Ich wette, es hätte eigentlich was anderes. Kommunistenroboter heißen müssen. So, in den Brunnen klettern. Viel Spaß. Ich hab gesagt, verschwinde. Nö. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ach so, es geht mich gar nichts an. Deswegen hast du mir die ganze Story auch schon erzählt. So, wozu der Kellerschlüssel, Klosterregeln? Hatten wir schon. Dialog beenden. So, was haben wir hier jetzt noch? Ab ins Kloster können wir hier was mit dem Seil. Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Okay. So, was haben wir hier noch? Schulteich, Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Na, sowas. So, was haben wir hier noch zum Schulteich? Ab ins Kloster! Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Tja, dann wäre das halt so. Was haben wir hier noch? Den Gartenschlauch. Okay, jetzt können wir den Gartenschlauch nehmen. Freeman? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Okay. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Okay. Hey, weg da! Ach so. Such dir einen anderen... Wie nett. Freeman wollte... So, was haben wir denn noch? Brunnen, Freeman, weg. Bienennest. Pinsel. Können wir vielleicht mit der Harke... Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Okay. Wie nett. Freeman macht... Aber das scheint schon mal zu funktionieren. Harke. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly... Okay, können wir vielleicht mit dem Pinsel hier den alten Freeman mal anpinseln? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Okay. Gartenschlauch, Brunnen, Freeman, wer will ja nicht. Gartenschlauch. Hatten wir Gartenschlauch und Bienennest? Hey, weg da! Achso, dann ist... Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Ja. So, dann nochmal zurück zum Schulteich. Habe ich hier irgendwas... Jetzt sag nicht... Er ist... Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Na sowas. Wo ist denn wohl der gute Freeman abgeblieben? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Tja, wo war er denn nur? Ja, jetzt muss er ja weg. Mal gucken, ob wir jetzt hier was erreichen können. Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Aggressiver wahrscheinlich. So, können wir dann mit dem Gartenschlauch den guten Freeman da vielleicht rausspülen? Ich meine nur so als Idee. Okay, so, ab zum Schulteich. Wir haben ja bereits die Pumpe verbunden. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie jetzt... Aber da wird wahrscheinlich hier der Pinguin wieder ankommen. Vielleicht reicht's aber. Lilly,
Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber... Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Ich verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ich wollte doch nur hier unserem Kameraden Freeman da aus dem alten Brunnen, rausholen. So, mal gucken, vielleicht hat's ja trotzdem geklappt. Die Pumpe lief ja nun mal einen Moment. Gut schaust aus, Mr. Freeman. Gut sehen sie aus. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ja, sauber. Ich würde sagen, ich habe jetzt über 30 Minuten auf der Uhr. Ich will ja nur 2 Folgen die Woche hochladen. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag. Sehen wir uns hier wieder. Selbe Stelle, neue Welle. Bis dahin, ne? Hau da rein. Bleib mal gewogen, bleib mal treu, hätte ich beinahe vergessen, ne? Hau da rein und tschüss.